Hi ihr Lieben, wie geht es euch? Mein Name ist Nina und das hier ist meine Beauty-Welt. Ich habe heute ein Unboxing für euch und zwar ist die Pinkbox bei mir angekommen. Das ist erstmal meine letzte Pinkbox. Ich war irgendwie von der letzten Pinkbox, war ich doch irgendwie so enttäuscht, dass ich mir irgendwie gesagt habe, nee komm, du hast so viele Beautyboxen und irgendwie, ich habe sie erstmal gekündigt. Das ist jetzt meine letzte. Wahrscheinlich wird die mir jetzt total gut gefallen, denke ich mal, ist ja immer so. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, so das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt mich irgendwie nicht so sehr, muss ich sagen. Sie ist zwar natürlich klar, der Warenwert ist immer höher. Man hat meistens um die 50 Euro Warenwert drin. Die kostet 15,95 €. Es sind halt meistens Drogerieprodukte enthalten. Ich finde das, auf der einen Seite finde ich es gut, dass halt Produkte drin sind, die nicht so teuer sind, die ich mir auch nachkaufen würde, wenn ich sie gut finde. Aber andererseits finde ich dann irgendwie, weiß nicht, möchte ich in den Boxen dann doch gerne vielleicht Produkte haben, die ich mir aber sonst aufgrund des Preises vielleicht nicht kaufen würde. Ich weiß nicht. Ich habe mit den Boxen jetzt ein bisschen zurückgefahren. So viele kann man auch nicht haben. Bei mir ist halt aber auch der Grund langsam, ich weiß nicht mehr, wohin mit den ganzen Sachen. Da bin ich ehrlich, ich bin halt ja auch ein kleiner YouTuber. Ich verdiene mein Geld nicht damit, ja. Das heißt, ich stecke ja nur Geld rein. Das sind reine Investitionen. Ich liebe es, das auszupacken. Ich könnte alle Beautyboxen haben, die es gibt, ja. Ich liebe es auch immer, neue Sachen auszuprobieren, aber irgendwann denke ich, man muss ja auch mal auf dem Teppich bleiben. Und ja, von Goodiebox will ich mich auf gar keinen Fall trennen. Das ist ja meine Lieblingsbox. Die Glossybox gefällt mir auch wieder richtig gut, muss ich sagen. Da bleibe ich auch auf jeden Fall dabei. Und ja, die Brigitte-Box möchte ich eigentlich auch noch behalten. Die kommt halt ja auch nur alle 2 Monate. Das heißt, ich habe 2 Beautyboxen. Und die Brand News Box habe ich auch erstmal gekündigt, weil mir da halt in letzter Zeit auch zu viele Süßigkeiten drin waren. Ich habe jetzt erstmal noch die Degusta Box behalten. Ich bräuchte sie eigentlich auch nicht, aber meine Familie freut sich halt eigentlich immer so über so Food-Überraschungen. Die sollen natürlich auch was davon haben. Ich habe auch noch was zu zeigen, wenn sie mir sie nicht gerade vorher plündern, wie es letzten Monat der Fall war. Naja, bla 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 bla. So, ich habe es nur einmal aufgerissen. Ah, okay, da lachen mich schon wieder 2. So sieht das aus. Da lachen mich schon wieder 2 Produkte an, die nicht mit in die Box gepasst haben. So, da haben wir einmal von Volvic Limotion Zitrone Limette. Okay, eine Zitronenlimonade. Das ist bestimmt was, entweder für meinen, oder für meinen Mann oder meinen Sohn. Mit Kohlensäure, ohne Zucker, 5,6% Zitronensaft, 2,1% Limettensaft. Okay, pro 100 Milliliter 20 Kalorien. Okay, hat schon für so ein Wasser, das hat ja 450, hat schon fast 100 Kalorien, so ein Fläschchen. Schon natürlich nicht ohne. Okay, und dann haben wir hier ein Shampoo drin von Gliscor. Ich mag Gliscor sehr gerne. Limited Edition Summer Repair Pflegeshampoo mit sommerlichem Duft. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das riecht. Gut. Das riecht richtig gut. Ich muss sagen, das erinnert mich an komisch, oder? Ich weiß nicht wieso, es erinnert mich ein bisschen an mein Lieblingsparfum. Und zwar ist das von Emporio Armani. Dieses, kennt ihr diese Röhrchen von Emporio Armani? Und davon dieses Goldene für Frauen. Das ist mein Lieblingsparfum und ein bisschen erinnert mich das daran, muss ich sagen. Ja, wie immer ein HelloFresh-Gutschein. Wenn da einer von euch Interesse dran hat, könnt ihr mir das gerne schreiben. Kann ich euch den Code drunter schreiben. So, und dann haben wir hier, ups, da fliegt schon alles raus. So, hier haben wir wieder so diverse Codes drin. Das ist das Heftchen dazu. Ciao, Bellas. Wir sind also in Italien in diesem Monat, okay. Ja, ansonsten ist es komischerweise ist es kein Papier und kein Klebi mit dabei. Schauen wir mal. Ah, okay, da kommt Produkt Nummer 2, wo ich mich auch, da freue ich mich drüber.
Auch von der gleichen Limited Edition Summer Repair, und zwar die Express Repair Spülung. Das ist halt zum so ein Leave-In-Produkt. Ich mag die sehr, sehr gerne. Von Glisco benutze ich seit, ach, ich weiß gar nicht wie langer Zeit, schon seit Jahren. Aber das lässt mich, das riecht gut. Boah, richtig gut. Also das ist so ein Produkt, das hätte ich mir natürlich, auch, das hätte ich mir in der Drogerie auch mitgenommen. Ich gucke mal hier gerade rein. So, das Shampoo kostet 2,49 Euro, die Spülung kostet 2,79 Euro. Dann haben wir ein Produkt von Schebens. Ich mag diese Kapseln von Schebens eigentlich sehr, sehr gerne, aber das ist jetzt hier nur für die Lippen. Ein Lip Volume Glossy Konzentrat, Plumping Effekt, Pflege, Glättung, Schutz mit Tripeptide Komplex. Pflegt intensiv, sofort mehr Volumen und Glow, zart roséfarbene Pigmentierung. 2 Euro, 7 Kapseln, gut. Ich mag diese Schebenssachen eigentlich ganz gerne, gut, aber ich muss sagen, das ist jetzt so ein Ding, hätte ich mir nie gekauft in der Drogerie. Ist ganz nett, kann man haben. So, dann sind hier Tuchmasken drin, 2 Stück sogar. Die hatte ich tatsächlich beide schon mal. Die waren in irgendeiner Box, die ich hatte, drin. Auch beide, und zwar von Bullrich Heilerde Tuchmasken. Das Witzige daran ist, als ich die benutzt habe, die sind tatsächlich so ein bisschen bräunlich gefärbt wie Heilerde. So, hier haben wir einmal Tuchmaske Totes Meersalz zur Beruhigung der Haut und einmal mit Hyaluronsäure. Ich habe eine, glaube ich, verlost und eine habe ich benutzt. Ich glaube, die hier mit Hyaluronsäure. Ich fand die so lala, muss ich sagen. Also ich hätte mir die nicht wieder nachgekauft. Jetzt habe ich sie nochmal. Kostet eine 1,95. Ja, oh, dann ist jetzt wieder so ein mein Hassprodukt. Blasenpflaster. Die sind so oft in diesen Boxen. Und ja, die kaufe ich mir nicht, die brauche ich nicht. Ich habe jetzt mittlerweile das 4. Päckchen davon, glaube ich, was ich jetzt gleich in den Schrank lege. Für irgendwann mal, vielleicht, wenn wir mal wieder Wanderurlaub machen. Ich gucke mal, ich glaube, die kosten 8 Euro, die Dinger. Ja, 7,95. Ja, ist okay. Vielleicht sind auch viele Leute dabei, die es brauchen. Ich brauche es halt nicht. So, dann haben wir hier eine Mascara von Melusin Paris. Mascara und Conditioner, 3 in 1. So eine schöne goldene Verpackung hier. Sieht nett aus. Gut, Mascara kann man immer gebrauchen. Melusin Paris. Golden Mascara, 3 in 1. 21 Euro. Das ist auch das Highlight-Produkt. Traumhaft lange Wimpern, dazu noch gepflegt. Die hochwertige Wimpertusche ist eine Kombination aus Wimpernpflege und Make-up-Mascara. Melusin verwendet dafür eine Formel, die auf Rizinusöl und Hanföl basiert. Okay, das sind natürlich auch, gerade Rizinusöl ist auch immer in Wimpernseren enthalten, ne, die das Wachstum anregen sollen. Die natürlichen Öle spenden wertvolle Nährstoffe, reichern die Wimpern mit Feuchtigkeit an und schützen sie von innen heraus. Omega-6-Fettsäuren regen nachhaltig auch das Wimpernwachstum an. Freue ich mich drüber. Ich habe zwar natürlich, ich habe genug Mascara in meinen Backups, aber kann ich immer gebrauchen. Und jetzt ist hier ein Produkt drin. Da bin ich mal von Six. Das sieht mir aus wie eine Sonnenbrille. Es ist eine Sonnenbrille. Schauen wir mal. Da ist noch eine Sicherung dran. Ich hoffe, ich kriege die ab. Schauen wir mal. Sonnenbrillen ist bei mir immer so eine Sache. Ich persönlich finde, mir steht so gut wie keiner. Also bis ich eine Sonnenbrille kaufe, habe ich ungefähr gefühlt 300... ich kriege das ab. Ja, ich kriege es ab, Gott sei Dank. Ich kriege es ab, ja. Habe ich immer gefühlt 300 Modelle aufgesetzt. Und schauen wir mal, es würde mich wundern, aber... Obwohl... So ein bisschen. So ein bisschen Brigitte Bardot-mäßig, finde ich. Findet ihr auch? Muss ich natürlich erstmal
Die ist tatsächlich dreckig. Ich weiß nicht, wie die dreckig sein kann, aber UV400. Ich finde diesen Farbverlauf auch sehr schön. Also ich habe mir letztens eine Sonnenbrille, endlich mal nach Jahren mal eine gekauft von Ray-Ban. Die hat, glaube ich, 130 Euro gekostet. Ich vergesse sie nur oft so oft mitzunehmen. Und die würde ich mir dann tatsächlich ins Auto legen, dass ich dann auch wirklich immer eine da drin habe, wenn ich mal unterwegs bin. Also die sitzt auch sehr angenehm, die passt mir auch gut. Ich habe bei Sonnenbrillen nämlich oft das Problem, ich habe irgendwie einen recht breiten Kopf, glaube ich. Und mit Damensonnenbrillen habe ich oft das Problem, dass mir die einfach zu schmal sind. Jetzt kann es natürlich sein, dass viele Frauen bei dieser Brille dann das Problem haben könnten, dass sie zu groß ist, aber für mich passt sie tatsächlich. Und also sie sieht auch nicht komplett scheiße aus, muss ich sagen. So, jetzt gucke ich mal. Ach, das ist das Goodie, okay. Und der Dings, die Limo ist das Geschenk. So, die hätte es noch in Orange gegeben. Okay, und das Goodie ist dann wahrscheinlich anstatt der Zeitung, denke ich mal. Sonst war in der Pinkbox ja mal eine Zeitung drin. Ja, also ich sag mal, oh, ja, ist in Ordnung. Also ich bereue es jetzt nicht zutiefst, dass ich sie gekündigt habe. Vielleicht werde ich sie irgendwann mal wieder abonnieren, mal schauen. Ich finde es auch ganz süß, dass hier bei der Sonnenbrille so ein Säckchen mit dabei ist. Also, ups, die, ne, freue ich mich drüber, werde ich auch auf jeden Fall benutzen. Shampoo kann ich sowieso im Moment ganz gut gebrauchen, weil Shampoo, ich bin keine Shampoo-Sammlerin. Und Shampoo war jetzt nicht ganz, außer dieses kleine, was in der Glossybox mal drin war, das habe ich auch schon so gut wie aufgebraucht. Ja, Mascara, ne, wenn man die nicht aufmacht, wird die ja auch nicht so schnell schlecht. Kann ich immer gut gebrauchen. Ob ich die nochmal benutze, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich fand sie jetzt nicht so dolle. Vielleicht mal gucken. Ja, die finde ich jetzt auch nicht so. Müsste ich jetzt nicht haben. Vielleicht probiere ich mal eins aus. Vielleicht gebe ich es aber auch in die Verlosungskiste. Mal gucken. Ja, und die, ne, ich finde einfach, das hat für mich nichts mit Beauty zu tun. Ich finde das schade, dass die immer, immer wieder da in diesen Boxen sind. Ja, naja, Box ist leer. Ist in Ordnung. War ein ganz netter Abschluss. Wie gesagt, war es jetzt erstmal meine letzte Pinkbox. Nächsten Monat wird es auf jeden Fall keine von mir geben. Und ja, ich bin gespannt, was... ich warte ja jetzt noch auf die Glossybox und auf die Goodiebox. Die wird es auf jeden Fall noch im Unboxing hier geben. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich hier sehr, sehr gerne einmal abonnieren. Auf der anderen Seite sind noch zwei weitere Videos von mir. Und dann wünsche ich jetzt euch wie immer noch einen wundervollen Tag. Bleibt vor allen Dingen gesund und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!